Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum New York Report von der Wall Street. Natürlich schaute die Branche vor allem wieder auf die Finanzwerte im abgelaufenen Börsenjahr. Es gab aber auch viele neue Entwicklungen bei anderen US-Konzernen, Fusionen, Restrukturierungen und natürlich große Auf- und Abwärtstrends. Wir werfen gleich einen Blick auf das neue Börsenjahr mit Sandra Navidi von Rubini Global Economics. Zuvor aber noch einmal ein Rückblick auf 2009. Eine positive Nachricht zum Stand der US-Wirtschaft gleich zu Beginn. Im dritten Quartal konnten 80% aller S&P 500-Mitglieder die Gewinnprognosen übertreffen. Im S&P-Index befinden sich viele der großen US-Konzerne, ein gutes Zeichen also für die Wall Street. Es bleibt aber ein Manko. Der Umsatz überzeugte nicht in gleichem Maß, denn die Konzerne steigern ihren Gewinn weiterhin vor allem durch Kostenersparnisse. Die Nachfrage nach Produkten oder Dienstleistungen hat aber nur in wenigen Bereichen wieder angezogen. Eine Verbesserung ist zum Beispiel in der Computerbranche spürbar. Die Unternehmen profitierten zuletzt von stärkeren Absatzzahlen. So hat Chiphersteller Intel im abgelaufenen Quartal einen Nettogewinn von 1,9 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Endgültig erholen soll sich die PC-Nachfrage bis zum zweiten Halbjahr 2010, spätestens aber bis 2011. Damit kalkuliert zumindest die Konzernführung Intels. Vor allem das neue Betriebssystem Windows 7 von Microsoft soll die Kunden dazu animieren, sich neue Computer anzuschaffen. Immer mehr Chiphersteller und Computerproduzenten sprechen nun leise von einer Erholung im neuen Jahr. Für die US-Einzelhändler war es dagegen bis zuletzt kein einfaches Jahr. Die sonst so konsumfreudigen Bürger gaben in der Krise deutlich weniger aus. Die Branche setzt ihre Hoffnungen daher voll auf das Weihnachtsgeschäft. Branchenschwergewicht Walmart startete rechtzeitig zu Thanksgiving eine Rabattschlacht. Die ersten Filialumsätze aus dem November machten klar, dass die Aussicht auf Santa Claus die Taschen der Konsumenten zwar etwas weiter öffnet. Die Kunden kaufen aber vor allem die Sonderangebote. Die Margen der Einzelhändler werden also weiter leiden. Dow Jones-Mitglied Boeing setzte 2009 zum Tiefflug an. Die schon legendären Verzögerungen des Dreamliner 787 setzten sich fort. Kunden wanderten ab und orderten das ERDS-Konkurrenzprodukt A350. Und das, obwohl das Flugzeug erst 2013 auf den Markt kommen soll. Zusätzlich droht juristischer Ärger. Auf der Luftfahrtmesse in Paris soll Boeing irreführende Aussagen über den Stand des 787-Projekts gemacht haben. Der Flugzeugbauer wird dieses Jahr sicherlich gerne zu den Akten legen. Allgemein war im zweiten Halbjahr wieder mehr Risikobereitschaft unter den Unternehmen spürbar. Einige größere Übernahmen wurden angekündigt oder beschlossen. NBC Universal und Kabelnetzbetreiber Comcast besiegelten den größten Mediendeal seit Jahren. Im Technologiebereich wagte sich Cisco Systems mit verschiedenen Übernahmen in den Bereich der Videokonferenzsysteme vor. Hewlett-Packard schlug bei Freecom zu und auf dem Süßwarensektor tobt ein Wettkampf um Schokoladenhersteller Cadbury. Kraft Foods blitzte mit den bisherigen Geboten bei Cadbury ab. Bald könnten Hershey, Ferrero und Nestlé mitbieten. Nun wartet das neue Jahr mit weiteren Herausforderungen und vielen Fragen. Wird sich der Arbeitsmarkt nachhaltig aufhellen? Zieht der Konsum an? Und wie entwickelt sich der Kreditmarkt? Experten gehen davon aus, dass der Staat erneut gefordert sein wird. Bei einem US-Haushaltsdefizit von über 12 Billionen Dollar wird sich diese Hilfe nicht einfach gestalten. Ich begrüße jetzt bei mir Sandra Navidi von Rubini Global Economics. Wir wagen gemeinsam einen Ausblick auf das Börsenjahr 2010. Guten Tag, Frau Navidi. Guten Tag. Ihr Institut und Professor Rubini beschäftigen sich schon seit längerem mit der Frage, wie wird die Wirtschaftskrise verlaufen, in einer W-Form, in einer U-Form oder in einer V-Form. Wie ist der derzeitige Trend? Wir gehen mit 60%iger Wahrscheinlichkeit von einem U aus, ca. 20% V, ca. 20% W. Das U allerdings wird sehr schleppend verlaufen mit einem sehr tiefen Bauch, also die Erholung wird schwach und langsam weitergehen. Wie kommt diese Bewertung zustande? Also wenn man sich die Arbeitslosenzahlen anschaut, die Tatsache, dass die Immobilienpreise noch weiter fallen, also sie sind bis jetzt 40% gefallen. Wir gehen davon aus intern, dass sie noch weitere 10% fallen werden. Die Amerikaner haben ihre Häuser ja als Geldautomat benutzt, also den steigenden Wert der Häuser. Das fällt jetzt aber erstmal weg. Kreditlinien werden gestutzt. Also da kommt, ist noch einiges, was vom System erstmal verarbeitet werden muss, bevor es dann wirklich gesund und fundamental sich erholen kann.
Experten streiten sich seit längerem darüber, ob uns im nächsten Jahr eine Deflation oder eine Inflation bevorstehen könnte. Wie ist der Trend bei Ihrem Institut und unter Ihren Kollegen? Also direkte Anzeichen für eine Inflation stehen uns noch nicht ins Haus. Das ist zwar ein Bedenken, was man im Auge behalten muss, aber das ganze extra geschaffene Geld ist eigentlich noch nicht so in Umlauf gekommen in der Wirtschaft, da weniger Kredite vergeben worden sind und auch wenig investiert wurde. Das heißt, es macht sich noch nicht so bemerkbar. Gefährlich wird es, wenn sich die Erholung einstellt und auch wenn die Politik das extra geschaffene Geld wieder aus der Wirtschaft abzieht. Also muss man genau aufpassen, es ist schon eine Gefahr, die wir auch im Auge behalten. Kommen wir auf den Goldpreis zu sprechen. Da gab es ja zuletzt neue Rekordstände, jetzt erste Rücksätze. Experten sprechen aber immer noch von einem Kursziel von $2,000. Hier fallen uns zumindest vereinzelte Experten. Wie sehen Sie hier die weitere Entwicklung? Gold vorherzusagen ist sehr, sehr schwer, weil das weniger auf Fundamentaldaten beruht, sondern eine emotionale Entscheidung ist. Also es wird eigentlich oft weniger zu Investitionszwecken, sondern zu Absicherungszwecken benutzt. Also zum Beispiel gegen insbesondere Inflation für einen Wertverfall bei Papierwährungen und auch fallende Aktienkurse. Wie das genau weitergeht, ist dann natürlich schwierig. Die physische Nachfrage spielt eine untergeordnete Rolle und auch die gewerbliche Verarbeitung ist auch relativ gering. Allerdings im vierten Quartal sieht man traditionell ein Ansteigen des Preises wegen Feiertagen in Asien, die traditionell mit höheren Goldkäufen verbunden sind. Kommen wir trotzdem auch nochmal auf den Ölpreis zu sprechen. Wie könnte denn da die Reise weitergehen? Also wir denken nicht, dass der Ölpreis unter 60 fallen wird. Wahrscheinlich wird er sich zwischen 70 und 80 bewegen. Wenn er zu tief fallen würde, würden die OPEC- und Nicht-OPEC-Staaten die Produktion wahrscheinlich drosseln. Die Schwellenländer erholen sich langsam, aber ganz gut. Und in diesem Rahmen wird die Nachfrage nach Öl auch ansteigen, aber langsamer und solider, als das im letzten Jahr der Fall war. Kommen wir noch auf die US-Banken zu sprechen. Da haben sich die Aktien der großen Banken, zumindest die meisten Aktien, erholen können im abgelaufenen Börsenjahr. Goldman Sachs und JP Morgan haben schon wieder Milliardengewinne erwirtschaftet. Kann diese Erholung von Dauer sein? Also wir denken, dass das vor allen Dingen an der Staatshilfe liegt, die diese Banken bekommen haben. Wobei man sagen muss, dass Banken in den USA schon viele Verluste verbucht haben. In Europa steht da mit Sicherheit noch mehr unangenehme Überraschungen in den Büchern, die noch nicht bereinigt worden sind. Allerdings auch in den Vereinigten Staaten haben wir noch Hunderte von Banken, die sogenannte Zombie-Banken sind. Das bedeutet Banken, die ohne Staatshilfe so gar nicht überleben könnten. Und dann spielt auch wieder die Realwirtschaft mit rein. Also Verbraucher, die arbeitslos sind, die können nichts kaufen, die können ihre Kredite nicht bezahlen. Die bekommen Kreditlinien gestutzt, ganz massiv von Finanzinstituten. Immobilienausfälle, also die Leute, die ihre Immobilien nicht mehr, ihre Häuser nicht mehr bezahlen können. Gewerbliche Immobilien, das fängt gerade erst an. Also da gibt es auch noch einiges zu verarbeiten. Von daher, ja, also so gut wie es aussieht, ist es wahrscheinlich in Wirklichkeit nicht. Jetzt die letzten Ereignisse in Dubai, die beschäftigen ja nicht nur die US-Märkte. Sie waren jetzt zuletzt in Dubai unterwegs. Wie bewerten Sie denn die momentane Situation dort? Also es war eine massive Verschuldung. Die Immobilienblase ist geplatzt. Im Moment herrscht auch immer noch Verwirrung. Das muss, also man sieht auf den Bilanzen, es herrscht Unordnung, das muss aufgeräumt werden. Das ist ein wahnsinnig kompliziertes Firmengeflecht auch. Es hat Aufmerksamkeit gelegt auf die Tatsache, dass sogenannte Staatsfirmen, dass da nicht immer ein Staat dahinter steht, der für Verluste aufkommt oder haftet. Also da werden Investoren in Zukunft sicherlich besser aufpassen. Es sieht so aus, als ob das nur auf die Region begrenzt ist. Es macht allerdings auch wieder bewusst, dass lenkt die Aufmerksamkeit auf Länderrisiko, also Staatsbankrotte, wie zum Beispiel in Europa, insbesondere Griechenland, also Ost- und Osteuropa auch noch. Vielen Dank, Frau Navidi. Soweit also Sandra Navidi zum konjunkturellen Ausblick auf das Börsenjahr 2010. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten erste Trends für das neue Börsenjahr mitnehmen. Bleibt mir nur noch Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr zu wünschen. Machen Sie es gut, bis bald und tschüss.